Rotbuller sichert der Austria den Punkt in der Schlussphase an die Herzogs Sky-Experte. Wie verdient ist das Unentschieden am Ende? Tobias Knoflach hat im Interview gerade gesagt, Rapid hätte den Sieg verdient gehabt. Ja, es war für mich ein glückliches Unentschieden. Der Austria war nicht glücklich aufgrund der Leistung, sondern aufgrund des Zeitpunkts des Ausgleichs. Von der Leistung her war die Austria vor allem in den letzten 20, 30 Minuten auch aufgrund natürlich des Ausschlusses total tonangebend. Und es waren immer wieder Situationen, wo ein Tor passieren hat können und dann in der Nachspielzeit. Eigentlich ist die Austria mit jeder Auswechslung besser geworden. Also muss man Thorsten Fink auch Kompliment machen. Vor allem der junge Prokop, der spielt ganz, ganz gute Pässe mit gutem Tempo, steckt die Bälle zu den Stürmern gut durch. Da war zusammen mit Grünwald dann noch ein zweiter kreativer Spieler, der dafür ganz gefährliche Momente sorgen kann. Und durch das war von der Leistung her war das Unentschieden dann auch verdient. Schauen wir auf das Rapid-Tor. Andi Herzog, wir sind in der 55. Minute. Grahovac mit einer klugen Spielverlagerung und der Rest wird dann als Geschichte schon von Zweien geschrieben, die eben Derby-Geschichte heute, zumindest dieses Derbys, mitgeschrieben haben. Die Flanke von Kuhn und Georgi Kvilitaja mit dem Treffer in der 55. Minute. Ja, war eine sehr gute Flanke und es war bei Gott kein leichter Kopf, weil er sogar ein bisschen nach hinten gehen hat müssen. Aber er hat halt eine Größe, er ist ein Torjäger und das wird er in Zukunft noch beweisen. Das hat er heute bewiesen und der Rapid muss ihn einfach im Strafraum noch viel öfters finden. Das ist ein richtig wuchtiger Torjäger, den man in jeder Mannschaft braucht. Und der Kopfball war ja extra klasse. Die Flanke von Kuhn auch sehr gut, hat der erste Halbzeit schon in den ersten 10, 15 Minuten sehr ein bisschen warm flanken können. Und das war eigentlich ein Schachzug, den Jungen zu bringen von Damir Kanadi, der Rapid auch sehr geholfen hat. Die Offensiven sind in der Pflicht, haben wir vor diesem Spiel gesagt. Jetzt ist Georgi Kvilitaja im Gespräch mit Gerd Grabert. Georgi, we've seen your goal. Was that one of your Georgi, best moments? Georgi, Sie haben eben Ihr Tor gesehen. War das einer Ihrer besten Momente bisher für Rapid? Ja, aber auch gegen Sturm getroffen. Aber im Wiener Derby zu treffen, ist natürlich außergewöhnlich. How disappointing is the result? Wie enttäuschend ist dann am Ende das Resultat? I think we will play, we play well, but ich glaube, wir haben gut gespielt. Last minute was so unlucky. Aber natürlich and Wahnsinn, okay. In der letzten Minute so ein Tor zu bekommen. Es wäre natürlich gut gewesen, mit einem Sieg ins Frühjahr reinzukommen, aber ist nicht gelungen. You had to cover Holzhauser, you had to control him. Sie haben ein Tor machen müssen, unter Anführungszeichen. Sie haben Holzhauser zum Spiel nehmen müssen, viel zu tun. Das hat mir der Coach so mitgegeben, gegen Holzhauser so zu spielen. Ist natürlich nicht einfach, denn Holzhauser ist ein toller Spieler. Ich denke aber, dass ich das ganz gut gemacht habe. Wir haben allerdings drei wichtige Punkte verloren am Schluss. Ja, was hat sein Tor heute gebracht? Andi Herzog, Rapid hat zum 7. Mal in der Saison unentschieden gespielt. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, die hätten 5 davon gewonnen, hätten 10 Punkte mehr und wären mittendrin fahren. Ja, wenn es mittendrin ist, glaube ich. Es ist halt momentan als heutiges Spiel wieder den Ausgleich quasi mit der letzten Aktion zu bekommen. Spiegelt die Saison einfach von Rapid wieder, dass sie in gewissen Situationen auch das nötige Quäntchen Glück nicht haben. Ich denke, die Leistung heute war okay. Auch der eine oder andere Spieler, wie wir schon angesprochen haben, Kuhn, wo man am Anfang überrascht war, dass er von Beginn an dabei ist. Ich denke, haben in Damir Kanadi gezeigt, dass sie für die Zukunft, für die nächsten Wochen sicherlich auch wieder starten können. Schauen wir noch auf die gelb-rote Karte von Joelton. 67. Minute. Beginnt man mit der Szene aus der ersten Hälfte. Ein nicht allzu gescheites Foul gegen Serbest, auch ein recht schmutziges Foul, Andi. Und dann in der zweiten Hälfte eben nach 67 Minuten diese Geschichte. Erstens, war es gelbwürdig? Zweitens, was hat dieser Ausschluss am Ende mit dem Resultat zu tun? Ja, ist ganz klar, dass es einen riesen Einfluss gehabt hat aufs Spiel. Weil dann Rapid auch einen Kvilitaja vorne austauschen hat müssen, der trotzdem auch vorne noch die Bälle halten können. Es ist halt die Situation, wenn ein gelernter Stürmer hinten nach hinten kommt, verteidigen will, rutscht rein, rutscht ein bisschen aus, rutscht den Gegenspieler rein. Für mich war es schon eine harte gelbe Karte, muss ich ehrlich sagen, weil in so einem Derby, da gehört schon ein bisschen eine Aktion dabei. Die erste gelbe Karte von ihm war ein bisschen gehässig, dass er von hinten in die Wade reingestiegen, also das war für mich unsportlich. Die gelbe Karte war nicht unbedingt zu zeigen, aber ich glaube, der Linienrichter war 5 Meter vor ihm, hat den Schiedsrichter gleich Bescheid gegeben. Und ab dem Zeitpunkt war die Austria dann gleich stärker. Kommen wir auf den Schlusspunkt. Rotbuller mit seinem Tor von hinten herausgespielt, Grünwald verlängert und eben Rotbuller mit seinem ersten Saisontor. Sie haben gesagt, die Austria ist mit jeder Einwechslung stärker geworden. Was bedeutet das für die Anfangsphase der Violetten heute? Ja, sie haben die erste Halbzeit durch Kajode zwei Riesenmöglichkeiten gehabt. Eine durch Filipovic, also sie hätten da schon in Führung gehen können. Hier ist ja halt der Wahnsinn, wenn du in der letzten Minute auf einmal in Grünwald und dann sieht man noch zwei, drei Austrianer ganz frei.
Also das war eigentlich von der Rapid-Verteidigung oder Defensive, die in über 93 Minuten sehr, sehr gut gespielt hat, war das eine Unachtsamkeit und die ist bitter bestraft worden. Das darf nicht passieren, den einen langen Ball, dass da zwei Spieler eigentlich ganz frei sind im eigenen Strafraum. Hätte Rapid heute gewinnen müssen? Eigentlich schon. Nicht vom Spiel, sondern von den Vorzeigen, meine ich. Nicht von der Qualität her, da war die Austria mindestens ebenbürtig, war nicht besser von den Qualitäten her. Aber wenn du bis zur 94. Minute führst und die Austria im Großen und Ganzen jetzt nicht so zwingende Möglichkeiten gehabt hat. Ja, wie der Friesenpichler reinkommen ist, war es dann bei Flanken auch ein bisschen gefährlich. Das hat man dann zweite Halbzeit vorher noch gefehlt bei der Austria, wenn sie es spielerisch nicht schaffen mit den kleinen Stürmern, tun sie sich schwer, Torchancen zu kreieren. Und dann eben mit jeder Einwechslung, mit Prokop, selbst mit der Jury und vor allem dann auch mit Friesenbücher, der sich auf jeden Ball im Kopf reinhaut, hat man immer wieder rechnen können, dass noch was passieren kann. Und schlussendlich sind sie dann in der letzten Sekunde noch belohnt worden. Dann schauen wir mal, was der Punkt wert ist für Rapid. Gerd Grabert fragt bei Damir Kanadi nach. Damir Kanadi, welchen Wert hat denn der Punkt für Rapid? Ja, wir sind natürlich enttäuscht jetzt, wenn du kurz vor Schluss das bittere 1:1 bekommst. Ich denke trotz allem, dass wir ein sehr ordentliches Spiel gemacht haben. Der Ausschluss hat uns natürlich wehgetan. Ich glaube, aus meiner Sicht, so wie ich das da gesehen habe, war glaube ich übertrieben die gelb-rote Karte. Aber ich muss mir das dann im Fernsehen einmal anschauen. Ja, und ja, schade. Ich glaube, auch die 5 Minuten waren dann am Ende zu lang. Ich glaube, es war nicht so ein hart geführtes Spiel, dass man da heute 5 Minuten nachspielen lassen muss. Und ja, jede Mannschaft hat 3 mehr austauscht, hätten 3 genügt. Wie gesagt, der schaut man sich gerne länger an und leider haben wir noch ein Tor bekommen. Was hat diese Schlussaktion emotional bei Ihnen auch ausgelöst, dieser so späte Ausgleichstreffer? Ja, enttäuscht natürlich. Wir wollten das Spiel 1:0 gewinnen dann. Wir haben versucht, es zu verteidigen, die weiten Bälle zu unterbinden, deswegen auch noch von Schösswendner. Die Einwechslung, dass wir dann Friesenbecher noch rausnehmen aus diesen Situationen mit den langen Bällen. Ja, bis dorthin, glaube ich, hat die Mannschaft hervorragende Bälle verteidigt. Austria konnte nicht eine Situation kreieren da, auch im Überzahlspiel. Und ja, wir müssen halt einfach mit Joel Linton seit der Halbzeit den Sack zu machen, die Situation besser nützen. Auch von Anfang an, die ersten 10 Minuten waren hervorragend. Haben wir gleich Situation, 4. Minuten, wo wir auch schon in Führung gehen können. Und ja, schade, dass wir den Dreier heute nicht gemacht haben. Quili Taya, der hatte heute einiges zu tun. Wie gut hat denn der seine vielen Rollen heute ausgefüllt? Er hat treffen müssen als Stürmer natürlich und dann hat er auch noch Holzhauser bewacht. War das ein taktischer Kniff von Ihnen? Er hat ihm nicht bewacht, er hat ihm zugestellt, im Spielaufbau das Ganze zu unterbinden. Ich denke, da hat man gesehen, dass Austria dann ihre Schwierigkeiten hat. Das war in Ordnung. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir heute halt auch noch ein sicheres Passspiel, dass wir dann auch im Ballbesitz dann auch noch sicher, aber das ist klar, das kommt mit dem Ergebnis. Wenn du dann Spiele gewinnst, dann kriegst du Selbstvertrauen, dann ist vieles leichter und an diesen Dingen müssen wir heute halt arbeiten. Tobias Knoflach hat heute seinen Einstand quasi gegeben als neue Nummer 1 bei Rapid. Wie haben Sie ihn empfunden? Allzu viel war ja gar nicht zu tun für ihn. Ja, die Mannschaft hat, denke ich, im Ganzen sehr gut gearbeitet, hat sehr viel investiert in dieses Spiel. Ich glaube, es war überhaupt vom Tempo her ein sehr hochintensives Spiel. Ja, und dann natürlich mit der, ich glaube, 70. Minute circa war die gelb-rote Karte. Da muss man schon wirklich dann viel hineinwerfen. Und ja, da kann ich der Mannschaft wenig vorwerfen, dass sie nicht alles gegeben hat, um das Ergebnis dann auch zu Ende zu spielen. Vielleicht den einen oder anderen Konter dann noch zu setzen. Da hätten wir auch natürlich noch Luft nach oben. Aber nichtsdestotrotz, ja, müssen wir so nehmen heute. Danke. Bitte. Ja, 11 Punkte fehlen Rapid momentan auf den Europacup-Platz, Andi Herzog. Wie schleunigst muss bei Rapid? Naja, ich meine, beim heutigen Spiel sind 4 auszusetzen. Man spielt auswärts gegen die Austria, man führt bis zur letzten Sekunde. Also da war schon Pech auch dabei, aber es ist einfach in der Situation, wenn du 10 Punkte hinten bist, du musst einfach einmal das Glück erzwingen. Das ist ihnen heute nicht gelungen, obwohl es eigentlich von der Leistung her okay war. Aber so mit Unentschieden gegen unmittelbare Konkurrenten, wenn man noch weiter nach vorne kommen will, schaut es nicht berauschend aus. Der Austria fehlen 5 Punkte auf Platz 1. Wie realistisch ist der Meistertitel? Sie haben sich heute zumindest mir gegenüber schon ein paar Mal geäußert. Naja, ich denke, dass sie hoffen können, aber mehr wie hoffen würde ich nicht. Ich denke, dass Salzburg das machen wird. Dann hören wir, was der Austria-Trainer Thorsten Fink zu sagen hat. Gerd Grabert, noch einmal bitte. Thorsten Fink, wie lebt es sich mit diesem Unentschieden heute? Ja, nach dem Spielverlauf eigentlich ganz gut, weil wir natürlich 0-1 hinten gelegen sind. In der ersten Halbzeit, fand ich, haben wir mehr Chancen gehabt, also 3 klare Chancen. Die eine Chance auch, wo der Lehrer mit Venuto aufs Tor zuläuft, da müssen wir einfach Kapital rausschlagen, weil das hat man nicht oft in der Liga gegen eine Spitzenmannschaft, auch wenn Rapid jetzt nicht unbedingt Erster oder Zweiter im Moment ist, aber für mich zählen sie trotzdem zu einer Spitzenmannschaft. Sie wollen ja trotzdem um die Meisterschaft mitspielen und von daher
denke ich, ist das Unentschieden hinterher gerecht, wenn ich den Spielverlauf so nochmal Revue passieren lasse. Und deswegen bin ich am Ende auch zufrieden, weil wir den Abstand auf Rapid, das Minimalziel haben halt erreicht. Natürlich wollten wir unbedingt das Spiel gewinnen, aber man hat gesehen, dass auch beide Mannschaften mit dem ersten Spiel ein bisschen Mühe hatten. Man muss erst mal reinkommen, man weiß noch nicht, wo man steht. Ich finde, in der Defensive haben wir gut gearbeitet. Wir haben einen Torschuss zugelassen eigentlich, und das war gleich ein Tor. Ansonsten haben wir da gut gearbeitet. Lukas Rothpuller, einer, der nie aufgibt. Ist kein Zufall, dass der das Tor macht, oder? Naja, klar, er macht ja immer was Verrücktes. Er ist ein wichtiger Spieler für uns, der nicht so angepasst ist. Das ist ja auch gut so. Wir wollen ja nicht nur angepasste Spieler haben, sondern Spieler, die etwas bewegen, die polarisieren. Und er ist jemand von denen und war wichtig, dass er mit nach vorne gegangen ist. Es war klar zum Schluss, dass wir da mit langen Bällen agieren, und er hat alles richtig gemacht. Warum war es für Raphael Holzhauser heute so schwierig, sich frei zu machen? Ja, sie haben halt den Raphael immer zugedeckt und nur ein Raphael. Also von daher, trotzdem können wir besser Fußball spielen. Die anderen haben sich da nicht zugetraut. Also wir hätten schon noch mehr machen können. Wir haben jetzt auch noch nicht das gespielt, was wir können. Also jeder hat irgendwo Angst gehabt, den Fehler zu machen, worauf Rapid gelauert hat mit dem Fünfen hinten. Um dann auf Konter zu spielen. Also von daher war das nicht optimal, aber das wird schon wieder kommen. Auch wenn sie mal Raphael zudecken, haben wir ja Leute, die normalerweise durchs Mittelfeld gehen können. Auch wenn es Tarkan ist, auch wenn sich der Grüni mal einen Ball holt. Und wir tauschen dann die Position. Also das passiert normal auch. Aber heute war es nicht ganz Raphael.